So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Harry Potter und der sich nicht drehen enden wollende Sternenhimmel. Ja, wir sind in der Kammer des Schreckens, also nicht in der Kammer des Schreckens, aber wir spielen Harry Potter und die Kammer des Schreckens für den Game Boy Advance und sind hier in der letzten Bohnen-Herausforderung von Fred und George. Hierfür kriegen wir eine Bildkarte und ein Porträtpasswort, was in diesem Spiel Abkürzungen sind zwischen den Stockwerken. Wir müssen die nicht alle auf einmal machen, aber ich habe mir in der letzten Folge gedacht, komm, wir machen sie jetzt alle auf einmal. Und ihr seht schon, wenn man hier einmal runterfällt, muss man wieder vom Anfang starten. Das ist echt das erste Level, wo ich sagen muss, das ist ganz schön knackig. Denn man muss ja auch über 20 Bohnen sammeln und ihr werdet sehen, diese Plattformen sind echt fies. Und dazu kommt natürlich auch die vier Richtungstasten, sind ja hoch, runter, links und rechts. Und das Level ist diagonal ausgerichtet, das heißt, man muss auch immer zwei Richtungstasten irgendwie gleichzeitig drücken. Das ist schon Kategorie fies, fies. Aber eine coole Challenge, wie ich finde. Man muss sich echt konzentrieren. Das Level ist toll gemacht. Dafür, dass es ja eigentlich wirklich nur so ein kleines Level ist. Auch neu in dieser Version. Sowas hatte man, klar, Plattformer hatte man im Vorgänger, aber jetzt nicht so, sei mal als optionale Nebensache. Im Vorgänger war ja mehr oder weniger alles verpflichtend, was man gemacht hat. Also jetzt vielleicht alle Bildkarten sammeln, aber sonst ja, musste man schon immer gut durch. Und hier kriege ich so einen Schwindel. Okay, jetzt konzentriert bleiben. Jetzt kommt der eigentlich fiese Part. Bis hierhin, das ist fast schon Kindergarten. So, hier geht's auch noch. Man soll immer gucken, dass man gut ausgerichtet ist. So, hier ist auch noch alles easy. So, jetzt kommt der erste. Die erste Problematik. Das Ding bewegt sich ziemlich fies. Das muss man sehr gut abschätzen. Das muss man sehr gut abschätzen. Jetzt sind wir wieder, wo wir gerade schon waren. Das weiß man teilweise gar nicht. Jetzt muss man aber hier hin. Das hat man nämlich vorhin noch nicht gehabt. Das war noch nicht aktiviert. So, hier rüber auf die. Das meine ich. Man darf nicht abbremsen. Man muss immer gucken, wo sein Schatten ist. Oh, dieses Level ist fies. Ja, und gerade weil man oft diese Abstände nicht perfekt abschätzt. Tatsächlich. Oh, also nochmal. Warum? Warum bitte? Ich habe das Gefühl, dass dieses Level mich nicht so schnell loslassen möchte. Och Mann, bitte. Es war doch nur eine kleine Herausforderung, Fred und George. Und die ersten drei Level, die waren echt alle, also schwer waren die alle nicht. Man konnte failen auf jeden Fall. Vor allem bei dem zweiten, Mann, lass mich doch da drauf. Bei dem zweiten Level, das war auch nicht ganz ohne, das war auch so ähnlich, aber viel kürzer. Okay, das nervt jetzt. Also das Level als Kind, na, Muss man wollen. Aber ich finde es ein cooles Level, verstehe mich nicht falsch. Aber ich fail halt gerade sehr viel. Das ist eine gefährliche Mischung. Aber das ist nicht schwer im Sinne von, keine Ahnung. Das ist schwer, schwer, aber es ist machbar. Aber man darf halt echt keinen Fehler machen. Man hat halt echt kein Auffangnetz hier. Okay, jetzt Konzentration. Wir haben die das erste Drittel. 40%. Immer schön ausrichten. Jetzt drauf. Immer gucken, ist der Schatten auf dem Stein? Ist der Schatten nicht auf dem Stein, habt ihr ein Problem. Jetzt würde ich sagen, haben wir so ein bisschen weniger wie die Hälfte. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt. Aber wahrscheinlich so 25. Also so viele Bohnen muss man auch in keinem anderen Level tatsächlich bisher sammeln von diesen Bohnen-Belohnungssachen. So, jetzt die erste Schwierigkeit. Der war mutig, aber ich werde belohnt. Wow. Okay, nice. Und
die haben ja von diesen tomatenfarbenen Bohnen gesprochen. Tatsächlich waren bisher alle Farben in den Leveln nicht rot. Ich schätze, das sind die Open-World-Bohnen und da scheint man wahrscheinlich auch nochmal ein Passwort zu bekommen. Weil wie gesagt, hier in den Leveln war bisher noch keine Bohne rot. Braun, ja. Grün. Lila. Gelb. Wir hatten alles, aber nicht rot. Wie gesagt, erinnert mich sehr an die PlayStation 1 Version. Da hatte man das ja ähnlich. Boah, das ist auch fies. Der... Ach, kommt. Ach, kommt. Ey. Sorry. Dass wir jetzt hier so lange sitzen, aber... Ja. Und da ist der Punkt gekommen, wo jetzt wieder gar nichts mehr geht. Ach, dass dann das Ding noch so quer kommt und so früh wieder zurückfährt, das ist so dumm. Das ist so dumm und fies. Das ist doch uncool. Aha. Ich krieg echt immer wieder Schwindel, wenn ich hier den Part machen muss. Und ich bin dafür sowas eigentlich nicht besonders so... Ich bin jetzt nicht so empfindlich, was sowas angeht. Also wenn da vielleicht jemand richtig Probleme hat, der kriegt hier das Kotzen. Okay, Harry, bitte. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt der Versuch sein. Enttäusch mich nicht. Easy. Ja, die Probleme sind halt immer die, die sich bewegen können. Wobei, das war jetzt auch ziemlich gut. I like it. Boah, diese Kamerafahrt ist echt schlimm. Aber ich habe jetzt mal komplett in die Mitte geguckt. Und ich glaube, dann ist es nicht so schlimm, weil die Mitte sich nicht so stark bewegt. Kann man den Rest so ein bisschen ausblenden von dem Sternenhimmel. So. Nice. Okay, jetzt kommt ja aber erst der wirkliche Bruch. Warum springe ich so früh ab? Oh nee. Das ist krass, das Level. Das ist ja echt krass. Man hat auch immer wieder was Neues, was man falsch macht. Ich weiß nicht. So, an der Passage bin ich, glaube ich, noch nicht einmal gescheitert. Jetzt so aus dem Nichts. So. Ich bin gespannt, ob es einen Speedrun von dem Spiel gibt. Und ob jemand dieses Level hier schnell durchspielen konnte. Okay. Ey, Freunde, es tut mir leid, dass wir so viel Zeit jetzt wasten, aber ich möchte dieses Passwort. Und ich glaube auch nicht, dass wenn wir hier in 3, 4, 5 Spielstunden später ankommen, dass ich besser bin. Da muss man sich, glaube ich, da einfach mal durchquälen. Oh, Junge. Okay. Ruhe ins Spiel bringen. Boah. Auch. Oberkante, Unterlippe jetzt. Ich muss aufpassen, immer wenn ich so durchrenne, dann... Jetzt manchmal ein bisschen knapp. So, jetzt hier nach unten wieder. Und wie gesagt, das hier ist echt der schwierigste Part irgendwie. Warum auch immer. So, und jetzt nicht failen. Gut. 18. Okay. Hier gibt es jetzt eigentlich nur noch eine große Schwierigkeit. Natürlich erstmal der Jump hier. Aber der sollte machbar sein. Wie spät kam bitte der Schatten? Okay. Hier ist jetzt easy. Nice. Jetzt kommt's. Ist es das hier schon? Das Fiese? Ja. Guckt euch das an. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Und dann nochmal auf den anderen Block. Halleluja. Und das muss man auch gut abschätzen. Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt kriege ich richtig einen Schwindelanfall. Und jetzt wieder zurück. Boah. Komm, jetzt reicht's. Lasst mich in Ruhe, bitte.
Oh nein, jetzt muss ich hier noch so einen Scheiß hoch. Jetzt ist gut. Aufhören. Ja, ich habe alle. Aber ich muss noch zurück. Oh mein Gott. Bitte nicht. Oh mein Gott. Bitte. Oh mein Gott, ich habe mich schon unten gesehen. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Bei mir dreht sich alles. Ich kotze gleich. Danke. Noch ein seltsames Passwort für dich. Handschuh-Jongleur. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Und eine Bildkarte. Godric Gryffindor, Junge, du hast einiges gebraucht. Daten unbekannt, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Ich frage mich, welches. Nice. Damit hätten wir alle Herausforderungen, oder? Ja, cool. Nice, nice, nice. Ja. Dann Fred und George, es war mir eine Ehre. Waren coole Level. Auch das letzte. Auch wenn ich mich da ein bisschen schwer getan habe. Aber es wird Zeit für mich zu schlafen. So, hier bei ihm können wir ja diese Mistbomben kaufen. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich notwendig. Hier müsste irgendwo noch Percy sein. Jawohl. Dem sollten wir jetzt auch nicht so nahe kommen. Alright. Dann bin ich mal gespannt, was werden unsere ersten richtigen Aufgaben hier in Hogwarts sein? Wahrscheinlich, schätze ich mal. So, erstmal speichern, genau. Das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Wahrscheinlich werden wir einen neuen Zauberspruch kennenlernen. Die Frage ist, welcher? Ich habe schon gesehen, es gibt wieder Schleim. Entschleime wahrscheinlich. Wie auch in der PC-Version. Ich kann mir aber auch... Hallo, Mora habe ich auch schon gesehen. Gute Nacht, Harry. So, neuer Tag, neues Glück. Kann man hier irgendwas machen? Stehen auch tatsächlich gar nicht so viele Betten rum. Irgendwie nur zwei Stück. Was hat Harry eigentlich für lilane Schuhe? Sieht irgendwie weird aus. Okay. So Balenciaga einfach in Hogwarts. So richtig komische Modeschuhe. Okay, wie kommt man hier bitte rein? Gut. Freunde? Ist hier jemand? Ah, Ron. Morgen, Harry. Was haben wir denn heute Morgen? Ich glaube, ich habe meinen Stundenplan verlegt. Wir treffen uns in der großen Halle. Ich möchte dir vor dem Unterricht noch etwas zeigen. Vergiss nicht, du kannst die Passwortporträts verwenden, um schneller vorwärts zu kommen. Nice. Ja, für den 7. Stock haben wir auch ein Passwort. Von Hermine bekommen tatsächlich. Das können wir jetzt direkt mal benutzen. Beziehungsweise ich habe es, glaube ich, schon mal benutzt in der letzten Folge. Aus Testzwecken natürlich. Und zwar dieses hier. Und damit sind wir dann schon im Porträtzimmer und gleichzeitig fast schon in der Eingangshalle. Das ist also ziemlich schnieke. Die Frage ist, wo der Ron jetzt ist. Was hat er gesagt? Zweiter Stock. Wir haben ja auch ein Passwort für den zweiten Stock. Also für fast alle Stöcker. Ich glaube, für den dritten haben wir jetzt keins. Hier geht's zum Kerker. Oh, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wo müssen wir hin? Zauberkunst wahrscheinlich. Oder Zauberkunst ist so ein Klassiker. Verwandlung. Oder Verwandlungsunterricht. Ich glaube, im zweiten Stock werden wir schon fündig. Wo ist Ron? Hallo. Oh. Okay, kriegt man das irgendwo mal angezeigt? Haben wir eine Map? Aufgaben? Treffe Ron im Schlafsaal. Ah ne, das habe ich doch schon. Die große Halle. Triff Ron in... Ah, in der großen Halle. Okay, okay, okay. I see. Nice, nice, nice. Ja, ja, die große Halle ist natürlich nochmal ein extra Brocken. Das Porträtzimmer ist richtig gut umgesetzt. Vor allem die Ladezeiten im Spiel sind halt auch bombastisch. Wenn man dann mal die Ladezeiten von der PlayStation 1 Version
Teilweise auch von der PS2-Version. Da wartet man schon ein bisschen länger. So, wo ist denn der Herr jetzt? Warum ist hier alles so riesig? Hier gibt es vielleicht Secrets, oder? Ah, diesen Stundengläsern kannst du den Stand der Hauspunkte ablesen. Für gute Leistung bekommen wir Hauspunkte. Tun wir jedoch etwas Verbotenes, lässt du dich zum Beispiel von einem Lehrer oder Vertrauensschüler auf einem deiner nächtlichen Streifzüge erwischen, endet das garantiert mit einem Hauspunkteabzug. Das Haus, das am Ende des Schuljahres die meisten Hauspunkte hat, gewinnt den Hauspokal. Wir müssen jetzt nach draußen zum Flugunterricht mit Madame Hoosh. Wir sollten sie nicht warten lassen. Okay, Hauspunkte. Alle vier haben 0. Ich habe es ja im Let's Play zum Stern der Weisen Gameboy geschafft, nicht mit Gryffindor am Ende zu gewinnen. Das ist, geht eigentlich gar nicht, weil das ein Kanon-Event ist. Aber es scheint in der Gameboy-Version zu gehen. Siehst du? Hier haben wir nämlich was. Ein Schokofrosch. Auch jetzt zwar nicht, aber ja, lieber haben als brauchen, gell? So, und hier ist auch noch eine Kiste. Und hier ist eine Bildkarte drin. Man kann also auch Bildkarten in Kisten finden. Oh, holla. Saccharissa Tuckwood? 1874 bis 1966, Pionierin der Schönheitstränke, entdeckte, dass Bubotubler Eiter gegen Pocken wirkt. Das ist wirklich eine sehr schöne Frau. Interessant. Alright. Oh, guck mal. Und hier haben wir auch wieder eine rote Bohne. Also, ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden mit den roten Bohnen, aber ich glaube, dafür gibt es auch noch ein Passwort. Und zwar nicht zu gering. Und ich schätze mal, wir werden jetzt auch nicht so oft in die große Halle, deswegen lasst mich hier nochmal alles fertig looten. So, hier haben wir alles abgeklappert. Hier war jetzt, glaube ich, auch nichts mehr, zumindest nichts, was mir direkt ins Auge springt. Vielleicht ist noch was versteckt irgendwo. Und dann gucken wir uns mal Flugunterricht an, beziehungsweise die Flugsteuerung. Hallo Harry, wir haben jetzt Flugunterricht auf dem Flugstundenhof. Geh an der peitschenden Weide vorbei. Dann müsstest du ihn eigentlich finden. Oh cool, wir kommen jetzt das erste Mal auch zu den Ländereien, zumindest im Open Area. Wir waren natürlich kurz ganz am Anfang hier, aber da haben wir wirklich gar nichts machen können. Da wurden wir direkt von Snape abgefangen. Oh, also das sieht auf jeden Fall cooler aus wie im Vorgänger. Dieses ganze, ja, Gras und so, das sieht schon... Also die Detailverliebtheit in diesem Artstyle. Ich habe ja in der ersten Folge gemeint, mir sagt der Artstyle nicht so zu. Das lag aber auch daran, dass Gringotts einfach aussah wie die Hölle. Also nicht, weil es schlecht aussah, aber es sah halt wirklich überall Lava und so. Keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Aber hier mittlerweile in Hogwarts, muss ich sagen, gefällt mir der Artstyle extrem gut. Unglaublich. Also das ist richtig Masterclass-Artstyle, was so Gameboy-Games angeht. Das ist schon geil. Büsche durchsuchen. Hallo Harry. Du solltest alle Büsche durchsuchen. Stell dich einfach neben einen und durchsuche ihn, um zu sehen, ob dort etwas versteckt ist. Auch in manchen Vasen sind Gegenstände versteckt. Mit Flipendo kannst du sie zerschlagen. Ron. Okay, ja, hier gibt's einen Knut. Aber wahrscheinlich nur einmal durchsuchen, dann hat man da alles. Okay. Hier gibt's nichts. Musik. Auf jeden Fall abwechslungsreich. So, stopp. Hier können wir irgendwas machen. Aha. Ich bin mal gespannt, was wir dann mit diesen roten Bohnen machen. Ich habe jetzt verstanden, es gibt 100 insgesamt. Und ich schätze mal, man bekommt dann einfach noch ein Passwort. Wahrscheinlich für den dritten Stock oder so. Oder für irgendeinen krassen Stock. Gut, der krasseste Stock ist wahrscheinlich der siebte, weil man da am öftesten hin muss. Am öftesten? Sagt man am öftesten? Ist das ein Wort? Diesen Felsblock kann ich sicher nicht hochheben. Als ob. Vielleicht kann ich ihn wegschieben. Nee. Okay. Weird. Wo ist denn jetzt hier der Flugplatz? Ist der hier? Die Musik ist nice. Die hauen ja richtig in die Tasten her. Das Spiel sieht
verdammt gut aus. Unglaublich. Und eine weitere Bohne. Aha, was haben wir denn hier? Ein Frosch. Wie gesagt, brauche ich zwar immer noch nicht, aber was soll's. Was man hat, hat man. Oh, wir haben wieder Gnome. Die habe ich nicht vermisst, ehrlich gesagt. Und hier ist eine Bildkarte. Sehr stark. Oh, den kennen wir auch. Den Tentakeltypen. Derwent Shimpling, geboren 1912. Der lebt also noch. Verspeiste eine ganze Venomosa Tentacula und wurde für immer violett. Aber er hat's überlebt. Also das muss man sich mal überlegen. Das ist halt schon verrückt. Und noch eine Bohne. Okay. Also die Ländereien sind ein bisschen größer auf jeden Fall wie im Vorgänger. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren. Hier waren wir. Bei diesem See. Hier ist auch noch ein Secret. Ach du liebe Zeit. Und immer wenn hier so ein Baumstamm ist, ist auch ein Gnome in der Nähe. Das scheint denen ihr Nest zu sein. Boah, Alter, wie riesig. Mach dich weg. Also hier kann man schon mal einiges auf Anhieb entdecken. Ja. Ich brauche zwar die Frösche alle nicht, aber steck's ja nicht drin. Das ist groß. Okay, hier brauche ich Alohomora. Kann ich mir schon mal merken. Wenn ich den Spruch dann irgendwann drauf habe, hoffentlich. Ich bin mal gespannt auf die Steuerung. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen, die Flugsteuerung. Denn Quidditch war auf jeden Fall ein bisschen mein Endgegner im Stein der Weisen für den Game Boy Advance. Das hat nicht so gut funktioniert. Und ja, also die Steuerung war okay, würde ich sagen. Ich weiß nicht, katastrophal. Aber ich habe halt super viele Quidditch-Spiele verloren. Was ich auch nicht so ganz nachvollziehen konnte immer. Und dementsprechend sind wir auch am Ende nicht... Oh, hier ist Hagrids Hütte. Dementsprechend sind wir halt auch einfach nicht... Ja, haben wir nicht gewonnen bei der Quidditch-Aktion und sind deswegen auch am Ende nicht Hauspokalmeister geworden. Und das ist halt schon beschämend. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass sowas gehen kann. Zumindest nicht im ersten Teil, weil... Das ist wie gesagt ein Kanon-Event. Guck mal, hier ist Hagrids Hütte. Und hier ist wahrscheinlich Hagrids Garten da hinten. Okay. Spinnenspur. Spinnenspur, hier können wir aber noch nicht hin. Hier geht es wahrscheinlich dann zum verbotenen Wald. Ihr wisst ja alle, Spinnen und verbotener Wald, das ist in der Kammer des Schreckens einfach ein ganz großes Thema, ein ganz wichtiges Thema auch. Und eine weitere Bohne. Ich muss mal hier kurz auf Flipendo umwechseln. Ah ja, hier steht's ja. Ah, genau, wir haben schon alles. 20 von 100, die roten. Okay. Gut zu wissen. Cool, dass das hier angezeigt wird. Genau, dann haben wir schon ein Fünftel fast. Also ziemlich genau sogar ein Fünftel der Bohnen. So, hier geht's nicht weiter. Wo geht's jetzt zu diesem Flugplatz? Ja, hier. Hier ist zumindest ein Quidditch-Stadion. Wobei das Quidditch-Stadion und der Flugplatz sind ja nochmal zwei separate Sachen. Aber ich glaube, das passt schon. Quidditch-Hilfe. Hallo Harry. Ziel beim Quidditch ist es, den Schnatz zu fangen. Fliege durch die Ringe, um durch Schubanzeige nach oben zu treiben. Verwende dann den Schub, um dir den Schnatz zu schnappen. Aber Vorsicht, Draco Malfoy ist der neue Sucher des Slytherins. Versuche auch den Klatschern auszuweichen. Sie wirken sich auf den Schub aus. Und du wirst langsam. Der Quidditch-Pokal gehört uns. Oliver Wood. Oh, cool. Ich gucke mich trotzdem nochmal nach Secrets um.
Oder ist auch irgendeine Hütte? Das ist ja verdächtig. Besenschuppen. Okay, ich glaube, der steht hier nur zur Zierde. Oh, da ist der Flugplatz. Okay. Ja, und hier kriegen wir auch nochmal eine Nachricht. Hilfe Flugtraining. Hallo Harry. Mit dem Steuerkreuz kannst du durch die Ringe steuern. Wenn du dich hin und her bewegst, ist das sehr nützlich. Es gibt eine Schubanzeige, die ansteigt, wenn du durch einen Ring fliegst. Je mehr Ringe du durchfliegst, ohne die Schubanzeige zu bemühen, desto länger hält sie. Auf zum Training. Oliver Wood. Okay, cool. Dann gehen wir hier gleich hin. Mal hier kurz gucken. Beziehungsweise werden wir das in der nächsten Folge erst machen. Hier war ich schon. Wenn es wieder heißt Harry Potter und die Kammer des Schreckens, denn wir haben jetzt doch heute ein bisschen viel schon gemacht. Wir haben lange gehangen an diesem einen Level. Aber es war eine schöne Folge. Ich habe mich gefreut. Wir sehen uns morgen. Und bis dahin, Freunde. Liken, kommentieren nicht vergessen. Abonniert gerne den Kanal und schaut mal in die Videobeschreibung in die Kanalmitgliedschaft rein. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.